Ja, Dirk, Zen, da geht es darum, in die Tiefe zu gehen, ins Hara zu gehen, aber auch eine gewisse Ge Leichtigkeit kann wichtig sein. Du lächelst. Die Betonung ist auf gewisse. Stell die Frage. Aus gegebenem Anlass wollten wir heute über die Bedeutung der rechten Rede im Buddhismus sprechen. Kannst du uns was darüber sagen? Was bedeutet rechte Rede und warum ist sie wichtig? Nicht lachen. Also es ist ziemlich schwierig, ernsthaft zu bleiben und auch seriös rüberzukommen. Wir geben uns größte Mühe. Man muss wissen, wenn man noch kein Session gemacht hat, die Energie kocht hoch. So, deswegen wollen wir zwar auch was vermitteln und auch was mitgeben, so, aber die Stimmung ist super. So, also man geht so durch Höhen und Tiefen und gerade scheint die Sonne. Wir sitzen ja unter der Weinlaube und uns geht's gut. Aber das soll auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Session echt eine ernste Angelegenheit ist und wir sitzen ja echt viel. Wir sitzen viel. Jetzt ist gerade noch ein bisschen Pause für uns, aber 30 Leute sitzen in der Sendo und da geht einem echt auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. Also was uns wichtig war oder auch von Martina, unsere Jiki, dass sozusagen wir nicht den Eindruck vermitteln, dass es nur Halligalli ist, so, sondern es ist, man kaut wirklich, so, oder wie Mu sagt, durch das Nadelöhr durchgehen. Aber was passiert natürlich, dass damit sehr viel Energie verbunden ist und die steigt manchmal nach oben und dann wird es albern, so. Aber egal, rechte Rede. Erstmal geht es darum, und das finde ich persönlich sehr sympathisch, also ich bin ja sozusagen eher von Haus aus ein Prolet, so. Und ich fand es immer schwierig, das Richtige zu sagen, also mich so an Grundsätze zu halten und so. Und Zen ist für mich ein guter Weg gewesen, einfach erstmal die Fresse zu halten, bevor ich mir wieder selber Strukturen auferlege und mich so krampfhaft in so Normen bewege. Also beim Session erstmal totale Ruhe. Wenn Ruhe eintritt erstmal im Geist, natürlich fördert das die Achtsamkeit. Das heißt, du kriegst auf einmal mit, dass du den Mund aufmachst und irgendwas sagt. Beim Session wird das strukturell unterbunden, ja, und in jeder Sendung wahrscheinlich auch. Das heißt, erstmal gar nichts sagen. Dann merkst du ganz schnell, wenn du was sagst, was du sagst. Du merkst ganz schnell, ist das jetzt dem Augenblick geschuldet? Also wo ist der Besen oder was soll ich hier schnippeln für die Küche? Oder ist es wieder Smalltalk? Ist es wieder irgendwie kurzweilige Rede übers Wetter oder über Ansichten oder wie auch immer? Also das zu differenzieren, erstmal was im Geist läuft, glaube ich. Eigentlich wird, finde ich, alles aus der Stille herausgeboren, aus der Sensibilität. Also auch die Handlung natürlich. Ich meine, Sensibilität heißt natürlich ganz feinfühlig zu werden und zu merken, so das war jetzt ein bisschen overdressed, so das war jetzt drüber mit dem, was ich jetzt gesagt habe oder gemacht habe. Und das ist eher immer so wie, fühlt sich scheiße an. So, das ist für mich ein Gradmesser. Für jemand anders wäre es vielleicht gut, das auch sich abends hinzusetzen und zu reflektieren, kann auch eine Sache sein. Aber was sagst du denn? Was sage ich dazu? Rechte Rede, ne? Also unter den vier edlen Wahrheiten gibt es ja die vierte, den achtgliedrigen Pfad, und ich glaube, die rechte Rede ist das dritte Glied. Also das rechte Sehen und rechte Denken. Und dann kommt das Sprechen. Ja, hallo, hier sind Muho und Ja, der Rio, ja. Bürgerlichen Namen Dirk, ja. aus der Gartenlaube des Wolkentors, dick und doof. Wer der Dicke ist und wer der Doofe ist, das könnt ihr uns dann selber in der Kommentarspalte mitteilen. Hast du dir ein bisschen angeguckt, was da für Kommentare gekommen sind die letzten Ich 24 habe Stunden? vorhin noch einen Kommentar gelesen, wie irgendwas mit, also da hat sich jemand in seiner Vorstellung vom heiligen Buddha irgendwie, glaube ich, auch gekränkt gefühlt. Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich sage jetzt gar nichts mehr erstmal dazu. Okay, also für alle, die behaupten, ein Erleuchteter, der ist nicht so dick, ne? Also hier der Beweis steht da, ne? Kommentare, du hast den mit der Latte, hast du nicht gesehen, ne? Nee.
Also kurz nach Mittagessen habe ich mal geguckt und da war endlich mal wieder ein Kommentar. Da hatte ich das Gefühl, das ist keine Schlauchbootfrage. Das ist eine Frage, die hätte ich selber wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren gerne gestellt, wenn es mir nicht zu peinlich gewesen wäre. Allerdings ist der Kommentar schon wieder verschwunden. Kurz gesagt, es ging darum, der Typ sagt, immer wenn ich mich hinsetze, habe ich eine Latte. Kann man da was machen? Sollte ich mich vielleicht erleichtern, bevor ich Sazen mache? Ich habe dir noch einen Katalog gegeben, was wir auf jeden Fall nicht. Ich habe gesagt, nichts Sexuelles, Hast du nicht nichts mit Ernährung und nichts irgendwie mit Diskriminierung. Auf sowas gehe ich leider jetzt nicht ein. Du hattest noch Strukturbegriff erwähnt. Genau, Struktur auch nicht erwähnt, ja. Sex ist also nicht okay. Beantworte du doch das, bitte. Na, die Zen-Antwort ist vermutlich dann sitz einfach mit der Latte, ne? Oder nicht? Ist das falsch? Wobei, also hier, Wolkenturm, ein bisschen Werbung. Du hast ja jetzt eine Cappuccino-Maschine. Jeder, der mit Latte sitzen will, hat da die Möglichkeit hier, ne? Hattest du nicht noch irgendwelche anderen Fragen? Du hast doch auch. Und wie du gesagt hast, ne? Erstmal gar nichts sagen ist auch wichtig, aber dann muss man auch mal den Mund aufmachen. Und was sagen? Guten Morgen, hallo, wie geht's dir? Auch das ist rechte Rede, ne? Ich sehe halt, dass ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, ne? Aber Stichwort Dharma-Polizei, dass man sich entweder innerlich fragen muss oder eben die Frage gestellt bekommt, ist das noch korrekt, was du da sagst? Und oft ist die Frage berechtigt, würde ich sagen, ne? Aber manchmal wird es mir auch ein bisschen zu viel, beziehungsweise, Schwierig, schwierig, ne? Also es könnte sein, dass wir da gestern ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Gestern haben wir auch gesagt, alles eine Frage der Dosis. Und ich glaube so, wenn man Rede auch als Upaya nimmt, also ich habe Hunger, bitte kannst du mir was zu essen geben, ist das sozusagen ganz klare Anweisung. Aber wenn du was erklären willst, auch um Leuten vielleicht Vertrauen näher zu bringen, sich tiefer mit der Praxis einzulassen, kann manchmal, wie sagst du, Authentizität sozusagen, ja, nicht gerade förderlich sein für irgendwas, also beziehungsweise für die gemeinsame Praxis. Dann denkt man so, ja, also die sind ja völlig drüber, so, ja, und dann zu gucken, wenn jemand, also ich bin zum Beispiel zum Zen gekommen, weil ich gelitten habe wie ein Schwein. Und wenn da vor mir jemand gesessen hätte, der sich sozusagen so ein bisschen zum Clown aufspielt oder so, oder seine Freiheit da präsentiert, ohne Rücksicht zu nehmen auf andere, wie geht es den anderen auch damit? Also ich glaube, vorhin habe ich auch einen Witz unter uns gemacht. Eigentlich spricht man beim Session nicht, aber wir sind zusammen in einem Zimmer und deswegen manchmal ist es auch lustig. Und da habe ich gemerkt, nee, ich ziehe mich jetzt zurück. Es ist ein Selbstschutz sozusagen, um wieder ein bisschen die Energie bei sich zu behalten. So. Hallo, hier sind Muho und Dirk. aus dem Wolkentor, der dritte volle Tag im Session. Der dritte Tag ist, glaube ich, ein wichtiger Tag. Wie geht's und warum ist heute Jeder wichtig? Tag ist ein wichtiger Tag. Ja, was soll ich denn sagen? Klar. Der Und wichtigste Tag überhaupt, ja, heute. heute. Das hättest du aber gestern auch schon gesagt. Nein. Und was sagst du morgen? Heute ist ein guter Tag. Und wie geht's mit dem Session? Wie war der Vortrag heute? Der Vortrag war sehr beeindruckend. Ich habe da irgendwelche Ossi-Witze gehört und sowas mit Bananen und Pampe und so weiter. Wie ist das angekommen? Das Interview geht schon wieder in so eine komische Richtung, oder? So. Also, was ihr nicht wisst, wir mussten gestern ein Video wieder runternehmen, weil das einfach nicht seriös genug war fürs Wolkentor. Wieso? Wieso? Wie ist das gekommen? Kannst du jetzt mal darauf eingehen? Kannst du mal zum Punkt kommen, bitte? Ja, wir hatten euch ja eigentlich versprochen, täglich euch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu erlauben, ne? Also so zwei Zen-Meister ungeschminkt, die so
abreden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist mit Latte, Latte Macchiato, ne? Und ich hatte, ich weiß nicht, was die Dirk hatten, also gestern, also 7:30, gerade wenn das abends das denn anfängt, ich hatte das so hochgeladen, ne? Und, ne, also zwei Sennmeister mit Latte, ne? Und eine Viertelstunde später klopft es wie wild an das Fenster, ne? Dirk ruft mich, ne? Ich muss mit der sprechen, Muro, ne? Ich weiß nicht, hat die Dharma-Polizei angerufen oder was? Du hast eine Aubergine mit in den Zampel. Das hast du mir gesagt. Ich hatte eine Bratwurst. Also es ging ja auch um eine Ernährung. Ne? Also hier und den fetten Butter und so Zeug. Ne? Also wir haben uns über... Ich habe dir gesagt, wir wollen jetzt ein seriöses Interview führen und nehmen das jetzt nochmal neu auf. Bitte, komm zum Punkt. Du warst der, der sagte, also wir müssen auch an die Veganer denken. Ne? Und nimm die Aubergine. Ne? Und plötzlich war es nicht mehr okay. Also und heute, wir haben, also okay, also wir haben Hausaufgaben bekommen. Ne? Redet mal, ihr seid doch Zen-Meister, ne? Zwei weise Menschen, die gewisse Erkenntnisse auch gewonnen haben durch ihre Praxis. Wie ist denn das mit der rechten Rede?